Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu einem Highlight der Spielgeschichte. Es soll zumindest so sein. Es ist jetzt der 22. März, 1.33 Uhr nachts. Seit 1 Uhr ist die Steam-Version von Dragon's Dogma 2 verfügbar. Und das ist hier Dragon's Dogma 2. Steht hier zwar nicht, aber ist es, glaubt mir. Und ich werde nicht mal allzu lange spielen. Wir werden reingucken. Ich bin aber echt müde und dann werden wir morgen suchten. Ich bin gespannt, ob es den Hype standhält, den es wirklich hat. Und wahrscheinlich auch zu Recht, wenn man so die Tests hört. Es soll ein Open-World-Abenteuer sein in seiner Extraklasse. Es soll an Elden Ring drankommen. Was halt in dieser Open-World zu tun ist. Es wird nichts vorgegeben, dies, das. Ich bin gespannt. Kurz gezeigt, wir haben alles auf voller Pulle geknallt. Vollbild. 120 Hertz kann mein LG-TV. Ich spiele auf dem 77 Zoll OLED-TV. 120 FPS habe ich dann mal Maximum eingestellt. Wir haben erstmal alles aus hier. Mal gucken, wie viel FPS wir erstmal so haben. Ansonsten haben wir alles auf wirklich Maximum. Max, 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 Max. Wie immer für mich Bewegungsunschärfe und Schärfentiefe aus. Und hier Objektverzeichnung. Aber ansonsten alles auf Max, Max, Max. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Dragon's Dogma 2. Mein System sieht ihr in der Videobeschreibung. Ich habe eine 4090, aber selbst das soll wohl nichts helfen. Es soll sehr schlecht laufen auf Konsole und es soll auch schlecht laufen auf dem PC, aber ein bisschen besser auf dem PC. Ich bin gespannt. Also ich will das Abenteuer genießen. Ich habe es mir auf Steam direkt gekauft, ohne einen Key, weil es eben erst rausgekommen ist. Und ich würde sagen, wir genießen jetzt hier. Solange noch nicht geredet wird. Ich habe überlegt, ob ich mir die Deluxe-Edition hole, oder wie auch andere es aussprechen. Die Deluxe-Edition. Habe ich aber nicht gemacht. Warum? Weil du da Items kriegst, die das Spiel vereinfachen. Und ich will nichts vereinfacht haben. Deswegen. Es gibt keine deutsche Sprachausgabe. Jetzt genießen wir das erstmal. Ich werde nebenbei noch ein Stück Pizza essen. Ich habe noch Pizza rüber. Decades have passed since last his majesty Erlang. Wir genießen jetzt erstmal die Sequenz. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last the bell has tolled on the age of the console. At last we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have awaited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Dragon Throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Vermont! Long live the sovereign! Who is it? Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life, both. I ask thee to demonstrate thy will, for
naught but thine ambition can alter the course of the Wither's fate. Okay. Waren wir das jetzt? Which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Wird das? Du kannst entweder einen Gefangenen als Voranstaltung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen kleinen Charakters von Grund auf anzupassen. Okay. Is it you? No? It is hard to say. Also ich bin ganz ehrlich. If the pawn I'm looking for doesn't come forward soon, there'll be trouble for the lot of you. Egal, wie ich aussehe. Are you the one then? Speak up, you good for nothing pawns. Which of you is it? Der sieht doch gut aus hier. Also wie gesagt, das Aussehen ist mir egal. Ah, it must be you. Aha, I thought I recognized you. Ja. Ah, guck mal, jetzt. Charakterdaten nutzen? Also die Charakterdaten ja, aber nicht das Aussehen. What the fuck? Genau das habe ich mir nämlich einmal kreiert. Scheiße. Okay. Jetzt sind wir doch den ich mir kreiert habe. Seht ihr dieses 1:1 Ebenbild von mir? Okay, den nehmen wir jetzt. Scheiß drauf. Ich habe Kämpfer gewählt. Ach du Scheiße, er sieht aber auch wie ein kleiner Zwerg. Ja, aber tut mir leid, ich bin halt nur 1,67. Geil. Stimme habe ich auch ausgesucht. Okay, wir nehmen den jetzt. Scheiß drauf. Genau den habe ich mir nämlich in diesen Dings mal gemacht. So, Kinkovic, Chris, Alter 20. Mein wahres Alter, rein da. Ist halt so, kann man nichts ändern. Okay, nehmen wir den kleinen Gnomen oder wer auch immer das ist. Okay. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Weiter. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for. Come along, you feckless dullards. Oh mein Gott, was hab ich da kreiert, Alter? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geht er? Oh mein Gott. Okay, kann man das nochmal ändern? Okay, ich kann nicht mehr. Hey, what the fuck? Ich kann das einfach aufmachen. Kommt raus, Freunde. Warte mal. Was? Alms. Alms for the less fortunate. What the fuck? Warum glänze ich so wegen meiner Bübchen? Oh mein Gott, was hab ich mir da erschaffen für ein Monster? Okay. Learn your place, Paul. What the fuck? Kann ich nicht schnell laufen? Alter, ich habe 30 FPS übrigens. Okay, aber FPS machen wir gleich den Test und die Grafik ändern DLSS an und so, wenn wir hier raus sind. Aber ihr seht schon, performance-technisch wieder ein Spiel, was sehr, sehr schlecht ist. Und die Grafik ist jetzt nicht so gut. Hey, kann ich nicht irgendwie schnell laufen? Ich teste gerade alle Knöpfe. Nee. Alter, was habe ich da für ein Monster erschaffen? Wie sich gehen, oh mein Gott.
das Loch. Da muss ich jetzt arbeiten, oder was? What do you think you're up to, layabout? Get a move on! Ja, ich komme schon. Digga, wer ist er? Ja, wir gucken mal, 40 do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Ah, jetzt können wir laufen. Digga, wie er läuft. Warte mal, 40 FPS. Warte mal. Wie viel hauen wir raus, wenn wir jetzt einfach erstmal Grafik und dann dynamische, nein, DLSS an, aber auf gute Qualität. Und hier natürlich, ja, bringt das dann was? Wenn ich das jetzt hochballer? Egal, wir probieren es mal. Also nur jetzt das geändert. Von 40 auf, wie viel kommen wir? Speichern. Okay. Das ist schon mal ein Mega-Boost. Auf 90, 50 FPS mehr. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das ist jetzt, das ist schon mal gut. Damit kann ich, na gut, jetzt geht auch wieder auf 60. Aber damit kann man erstmal leben. Time for you to get to work. Überlege, ob ich das cappe auf 60 FPS. Weil für so ein Spiel reicht 60 FPS. Und dann haben wir, glaube ich, weniger Stotterer, ne? Also wenn ich immer über 60 bin, ist das auch okay. Ich mache mal auf 60. You are prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Oh mein Gott, ja, ist ja gut. Ich will in die Action, Alter. Wie nehme ich das denn? Hey, what the fuck? Hä, ich drücke alle Knöpfe. Hä? This is a bit much for me. Hä? Death will come for me. What the fuck? You are prepared to work. Ja, wie soll ich sie denn nehmen? Geht nicht. Ach so, von hier holen oder was? Hä, Laternen anzünden? What the fuck, okay. Gib mal Steine her. Ah, ich muss die von hier holen, okay. Zack. Aua. The vicinity is quite cluttered. Pray leap our order. Weg da. Okay, wir können springen. Digga, er sieht aus. Oh mein Gott. Hier jetzt Job well done. Now the next step is. Was ist das für ein Tutorial hier jetzt? Ah, jetzt geht's los. Hoffe ich doch mal. Also ich bin ein bisschen leiser natürlich, weil es wie gesagt jetzt gleich ist. Okay. What is oh mein Gott, commotion? Wie er läuft. Okay, müssen wir jetzt durch. Wir behalten. Ist das einfach ich? Fertig. Ist das ein Drache? Nee, ein Drache nicht, aber... Wie du sagst. Even at the cost of your lives! Ah!
me out of here! Now! Wie er aussieht, das finde ich nur die Brille. Aber er glänzt geil. Sieh er mir aus. Oh mein Gott, was ist denn los? Einfach Sturm attackieren. Observe your friend's pattern and attack as the situation demands. Oh mein Gott. Nee, sieht aber echt gut aus. Oh mein Gott. Shields offer welcome protection. Das ist voll cool, Alter. Waffenfähigkeit wechseln. Explosion. Boulders, barrels and the like can make effective weapons ever combat. Ah, man kann auch Dinger nehmen. Wir haben ihn gleich. Wann war der da oben? 4 Lebensbalken? 4 Punkte? Oh mein Gott, tatsächlich. Bisschen Sound natürlich zu laut. Are you unharmed? Digga, wie ich aus. Confirm it! You ought to flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Bin ich jetzt dieser König oder was? Und hab meine Dinger verloren, meine Erinnerungen? Confound it. The accursed creature escaped. Oh, you! Get back here! Der Kampf sah eben echt gut aus, hat sich auch gut angefühlt. Ich hab gar nicht auf die FPS geguckt. This way, Arisen! Hat 60 gehalten, die ganze Zeit? Digga, wie ich laufe. Come this way. Okay, jetzt hat er sich gestockt. Springen, ergreifen. Okay, hier ist Abwehren. Die Grafik ist aber nicht gut. Oh mein Gott! Ich mach gleich ein bisschen Sound, ein bisschen leiser. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Leute, wie ist denn der drauf? Don't just stand there! Shoot it down! Geil. Ich liebe sowas mit so großen Monstern und so. Bring it down! Bring it down! Ja, nix, bring it down. Go now, lost soul. Also cooler Start. Learn all you can of this world you must protect. Schön ist ja. Mega gut. Also Grafik auch besser als ich dachte. Meiner Meinung nach. Zumindest jetzt der Anfang. Ich habe einfach so Bock, hinter jeder Ecke in der Open World ist irgendwas. Aber dieser Greifin, also wieso war er da jetzt? Oh. Warum? Da sind Menschen hinten drauf, sehen die das nicht?
Scheiße. Der sieht aus, wenn er Zahnschmerzen hat mit seinen dicken Backen. Oh oh. Pray, keep your distance, Arisen. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Oh my God. Oi! Are you all right? What happened here? Muss ich kämpfen? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. What the fuck, man kann sich sogar Kamera ändern. Starrer Blick, Junge. Was it you then? The one who was riding on its back. It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wound. Okay, so jetzt ist hier das erste Mal wahrer Performance-Check. Also, wir haben unsere 60 FPS. Halbwegs konstant. Ab und zu mal ein bisschen drunter. Aber ich würde sagen, wir lassen das so. Wir haben, wie gesagt, jetzt alles auf volle Pulle. Wir spielen auf 4K. Und ich glaube, so ist in Ordnung. HDR auch an, ne? 4K. Oder DLSS an. Und ansonsten, wir haben alles auf hoch skaliert. Und sonst alles auf Max. Das ist okay, so ist okay. Wie gesagt, klar. Die Entwickler kriegen irgendwie nichts mehr gebacken. Grafisch und performance-technisch. Aber im ersten Moment, man läuft auch echt schnell. Also, das gefällt mir echt gut. Sprinten und Ausdauerverbrauch. Ach, da unten ist die Leiste. Ah, es gibt wieder eine Ausdauer. Oh mein, wie schnell man ist, Alter. Oh mein Gott, man läuft richtig schnell. Ausdauerleiste gefällt mir nie, ne? Muss ich mal kurz gucken. Ah, okay. Aber wenn man angreift, ist keine Ausdauerleiste. Das ist schon mal gut. Ah, man kann auch in der Luft. Okay, das ist schon mal sehr gut. Beim Kämpfen nicht. Ja, warum es dann beim Sprinten gibt, hätten sie auch weglassen können. Lass uns doch dauerhaft sprinten. Stecke deine Waffe weg. Okay. Aber jetzt zuerst von ersten Eindruck, es ist so Elden Ring-mäßig Grafik, ne? Also es ist kein Wunderwerk, aber ihnen sieht's cool aus. Fine! Goblins! Let's take up your weapon, sir! You'll be needing it! Explosion! Oh mein Gott! Wenn ein Gegner zurückweicht. Kann ich eigentlich ausweichen? Aua, 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 ey, chill mal. If you find your strength flat, buy the cure for the Hammerbird Green One. Gibt es eigentlich gar keine Lock? Dass ich die Gegner locken kann? Also, wie heißt das? Where do you think you're going? Also anvisieren? You can't just run off now. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters. Muss doch gehen, dass ich irgendwie die anvisieren kann. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Was, wir können die looten? Die looten wir natürlich. Wo waren jetzt andere? Okay. Kann man mal so einen Apfel essen? Esse ich denn jetzt so einen Apfel? Hier ist die Karte. Gegenstände benutzen. Kann man das nur so machen? Ausrüstung. Fotomodus geht sogar auch. Okay.
Kann man eigentlich irgendwo das Sichtfeld höher machen? Steuerung, Kameraachse. Wenn dann hier, ne? Kamerageschwindigkeit. Ah, hier, Kameradistanz. Wie weit will ich es denn weg haben? Ich mache mir mal volle Pulle. Wir gucken uns das gleich mal an, wie weit das jetzt weg ist. Sonst haben wir ja alles, ne? Ja, es ist ein bisschen weiter weg. Where are you schon going? Besser für den Überblick. I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Ja, ist okay so. Ich hab lieber mal den Überblick. Wenn ein Gegner zurückweicht, kannst du ihn holen. Lol? Hier, komm. Hey, lol, what the fuck? Yeah. Aber mir fehlt Ausweichen. Digga, er wehrt damit sein Schild ab. Komm mal her, Junge. Ja. Also bisher echt cool. Endlich mal was Frisches hier. Aber mir fehlt einmal Gegner so einlocken. Wie heißt es denn? Halt anvisieren, ne? Und mir fehlt Ausweichen. Gibt es das echt nicht? Where do you think you're going? Sprinten. Oh, warte mal. Okay. Falscher Knopf. Aber muss ich immer wieder für Gegenstände hier, jetzt dieses Kraut zum Beispiel. Die Haut kann zur Verbesserung von Ausrüsten und Knochen. Okay. Aber es läuft geschmeidig mit 60. Ist okay so. Bin ich zufrieden, alles auf Max. Raytracing ja auch an und alles. Ja, die Grafik ist nicht 1A. Aber bin zufrieden für den Anfang. Also ich habe richtig Bock auf das Game. Ich werde jetzt hier nach der Sequenz wahrscheinlich aufhören. Es ist jetzt 2 Uhr. Ich bin müde. Welcome, Arisen. Morgen dann chillen mit voller Kraft. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. Digga, wie ich aussehe. You seek the Rift Stone, do you not? We can take you to it. Pray. Wir wissen alle, dass ich der Effekt... wie heißt es? Der Erwecker? Der Entdecker, ne, Erwecker. Digga, hab ich den geil kriegen. Before you stands a Rift Stone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye. Ach so, jetzt krieg ich so diese Helfer, ne? Would have Stück. Oder 3 Stück. Was ich ja nicht so mag, ne? Ich bin ja immer der Einzelkämpfer, aber man muss es halt machen. Laufen die da halt mit rum. Das Ding ist, ich habe mir da keinen erstellt. Aber ich werde mir da nochmal so einen richtigen Goblin erstellen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich im Video nicht machen, das dauert zu lange. Vielleicht mache ich auch heute nicht mehr. Wir nehmen hier so einen. Ah komm, wir machen es. Ich mache auf schnell. Jetzt nehmen wir so einen richtigen Riesen, Alter. Den größten, den es gibt. Jetzt nehmen wir hier so einen richtigen Löwen. Oha, krass. Zack. Der hat so ein Auge, so eine Wunde. Der sieht geil aus. Wieso nehme ich nicht so einen Charakter, Alter? Warum habe ich jetzt so einen fetten Affen? Zack. Und jetzt kann man hier wirklich noch alles einstellen, ne? Aber das mache ich jetzt nicht. Ich stelle nur Größe auf riesig ein. Rumpflänge auf riesig. Achso, nee, lol. Richtige Riesen, Alter. Muskelkraft, volle Pulle. Trapez, ich mache so einen richtigen Brecher. Guck diesen Brecher an, Alter. Warte mal. Oberkörpergröße. Wieder richtig. Boah, Digga. Ey, wir machen den richtig. Okay. Kopf. Ja, Kopf ist scheißegal. Schulterbreite. Das lassen wir alles so. Er sieht gut aus, der Junge. Er sieht richtig gut aus. Kopf.
Frisur, Bart, scheißegal. Ist ja eh nur der eine, der rumläuft. Den lassen wir so. Let's go. Bestätigen. Abschließen. Er macht das. Körper haben wir ja schon. Laufbahn. Er ist jetzt halt... Ja, was mache ich? Er soll Magie machen. Er soll mir helfen mit Magie. Gutherzig, besonnen, schlicht, geradlinig. Sein verhalten lassen, bevor zu verteidigen und ausweichen und Nutzgeschichten zu erleben. Ja, er hier, er soll mir helfen. Stimme scheißegal. Fertig. What the fuck? Wie nenne ich den? Keine Ahnung. Bruder Jakob. Wer es nicht versteht, nicht schlimm, ist ein Insider. Bruder Jakob. Spitzname. Gibt es was mit... mit Bruder? Fuck. Wie viele Namen gibt's hier? Scheiße, ich bin zu weit. Bruno? Britney, what the fuck? Aber Jakob muss es geben. Jawohl, hier, Jacob. Zack, zack. Okay. Der sieht geil aus. Horns are known as crosses of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. Guck dir das an, wie riesig. Oh my god. When we return, it is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Risen. From this day forth, I shall... Oops. Ich sollte mal lesen. Well, I'll be a pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, I suppose we'll save any further also questions das till the Watchhead returns. Vor, jetzt, vor allem you're in free Nacht. To do as you like before then. Wir werden gleich... Ich will noch weiterspielen eigentlich, aber... You've no memories, you said. Mayhap ja, you could make for Melv, then. It was set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection lesen, to the dragon. Quests vorgegeben, should you be Arisen, keine mayhap Wege. You'll recall aught of import there. Melve. Okay. Außenposten der Grenze, nötiges Lager der Grenzwache. Aber jetzt guckt euch nochmal den Unterschied an. Durch das Berühren kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits der Rifts bekennen. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die dein Spitzmittel bringen. Steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anhören müssen. Hä? Verstehe ich nicht. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Okay. Nomads, we are oft called. However, I cannot durch. Speak. Riftstones, by their power have we crossed into this world. Okay. Also 'tis the name given to even with your memories lost to you. I am a very well. Aber so genau habe ich es nicht verstanden. Warum? Könnte ich jetzt nochmal einen neuen oder was? Einen zweiten? Oder müsste ich den Bruder Jakob weg? Wir müssen das mal ausprobieren. Hey, what the fuck? Ach, hier. Die sind jetzt alle Level 1. Guck mal, da ist ein Level 2er. Ja, aber so genau verstehe ich es jetzt nicht. Allgemeine Information? Also, das sind jetzt diese ganzen. Die schon von manchen gespielt wurden, oder wie? Ich habe ja meinen Bruder Jakob. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle I shall follow your lead and prioritize support. Where ought we to go now? Also genau verstehe ich es jetzt nicht. Nach einem Vasallen suchen, einzigartige Vasallen zeigen, Vasallen festlegen. Hä? Wir gehen erstmal raus. Ich bleib erstmal bei dem einen. Ihr folgt mir jetzt, oder was? Nee.
Guckt euch mal den Unterschied an, lol. Egal. Spicer can always run. Oha, hier haben wir nur 40 FPS, what the fuck? Aber egal. Es fühlt sich nicht so wirklich an. Ich bin nur von Jammerlappen umgeben. Der, wie er rennt. Das ist geil. Oh, hier hat man ja echt Probleme. Du kannst dich nicht auf automatisch verlassen und im Forschungsdienst wird empfohlen, dass du dich regelmäßig in Gas ausruhst, wenn die Verlässlichkeit deiner Speicher schatten. Ja, okay, hat er recht. Aber konnte ich nicht eben hier speichern? Okay. Was ist er hier? Have a gander at my wares. You shan't regret it. Ja gut, erstmal noch nichts. I'll be gone on the morrow. Okay. Hope to see you again ere long. Okay. No purchases to be made today, I see. Was ist das? I just hope the shop. Hoi there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. Okay. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Aye. Being armed is. You should stop by the inn in Melv if you get a chance. Ja, genau, da wollen wir hin. No hard feelings. Die Übernachtung der Gäste stellt die Gesundheit in der Auswahl der Gruppe wahrscheinlich her. Außerdem werden die Verlustleiste wiederhergestellt, die Verringerung der Gesundheit. If you prefer it, they've much more. We must rest, though the sun is still. Einmal kurz pennen. A moment long awaited. I knew 'twas only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Er ist aufgestiegen. What the fuck? Ich dachte, er kann nicht aufsteigen. Egal, hat geklappt. Pray, call upon me again another time. Good morrow to you, Arisen. A treasure chest. Was? Shall we see if we can't make a well-organized pack is my specialty. Was? I'll see to it your burdens are shared between us pawns. Ich bin gerade überfordert, ihr 1000 Leute. Was will er? Ich könnte jetzt noch einen oder was, aber ist dann... Ist der andere dann weg oder was? Details, komm. Nee, will ich nicht. Man kann bis 4 oder was? Nö. Will ich nicht. Hey, da ist Lappenmüll. Was hat er jetzt gerade mit seiner Kiste? Den hatten wir schon. Was wird eigentlich so auf der Karte angezeigt? Okay, also es wird schon ein bisschen was angezeigt. Oh mein Gott, es flackert. Also auch Waren und Dings. Aber am Anfang machen wir noch nichts. Also die Performance ist echt schwach. 44 FPS hier, obwohl hier nichts ist gefühlt. Mit DLSS. Mit einer 4090. Ja, wir haben jetzt aber da gerade gespeichert, weil wir da gepennt haben. Wir speichern jetzt hier nochmal. Und wohl oder übel. Werde ich jetzt erstmal aufhören. Ich habe richtig Bock drauf, morgen hier weiter zu zocken. Ich habe richtig Bock drauf. Ich weiß halt nicht, was geiler im Kampf aussieht, ne? Wenn ich so ein Riese wäre. Oder ob ich den jetzt einfach lasse, den kleinen Gnom. Ob das jetzt viel ändert? Hm. Von der Ästhetik her. Wahrscheinlich nicht zu viel. So, Leute, erster Eindruck ist Weltklasse. Ich habe richtig Bock drauf. Dragon's Dogma 2, Leute. Tut mir leid, war jetzt einfach nur so ein Nachtvideo. Ja, morgen gibt's mehr. Haut rein. Ciao, Maui.